Im Jahreskurs haben wir so drei Schwerpunkte. So der erste ist der Jahreskurs pur. Das ist für diejenigen eine ganz gute Möglichkeit, die einfach sagen, ich will mir eigentlich Zeit gönnen, einen Tag, um über mich nachzudenken. Die haben 4 Tage Unterricht, 1 Tag frei. Der zweite und der dritte Schwerpunkt ist Jahreskurs Startup. Das ist gedacht für Leute, die im Blick auf die Gemeinde. Einfach wollen ihren Horizont öffnen, mehr denken, neues denken, lernen, was könnte die Gemeinde heute sein. Die haben immer am Freitag den zusätzlichen Start-up-Tag. Der dritte Schwerpunkt ist der Jahreskurs Worship. Das ist für junge Menschen, die Lust haben auf Musik. Die können ihr Instrument vertiefen, die können lernen in einer Band spielen, die können lernen über Musiktheorie und über Arbeit grundsätzlich nachzudenken.